Softeis für zu Hause und das immer, wann ich Lust habe, mit den Mike and Mitchells Softeis Cones. Ja, die gab es bei Penny, die habe ich mitgenommen und ich bin gespannt, ob es wirklich Softeis ist oder einfach nur sehr, sehr weiches Eis. Willkommen bei der Foodshow! Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Heute testen wir Softeis für zu Hause ohne Softeismaschine oder ähnliches. Einfach gekauft in der Waffel. Zum schnellen Genuss für zwischendurch in Schoko und Vanille. Ja, die gibt es bei Penny, angeblich auch dauerhaft. Ich habe sie jetzt nur gekauft, weil sie in der Aktion waren und dadurch mir erstmal aufgefallen sind. Und da dachte ich mir, geil, ich liebe ja Softeis. Ich finde ja Softeis sehr, sehr geil. Ich liebe auch natürlich richtig geiles Eis. Das geht immer, aber so auf Kirmes, Jahrmarktmäßig, frisches Softeis, frisch gezapft mit Schokolade drüber oder Streuseln, das ist schon geil. Also wenn das so frisch reingetunkt wird und so, geiles Softeis ist immer gut. Kann eine Supermarktversion das mir bieten? Frisch gezapftes, cremiges Softeis oder ist das hier einfach nur ein sehr, sehr weiches, cremiges Eis, was mir Softeis suggerieren soll? Das würde ich jetzt mal am ehesten tippen, dass hier, denke ich mal, mit ordentlich Fett und so gegengearbeitet wurde und dass hier, denke ich mal, auch ein bisschen Luft oder so reingeschlagen ist, also so ein Cremissimo in der Waffel, dass das so ein bisschen so in diese Richtung geht. So würde ich es mir jetzt vorstellen. Das findet man gleich heraus. In der Aktion haben die 2,49 € gekostet, dafür kriegt ihr 4 Eis am Stiel. Eis in der Waffel, nicht Stiel. Warum Eis am Stiel? Eins hat 135 Milliliter oder 72 Gramm. Das ist okay. Das ist mehr, als was man momentan so von anderen großen Herstellern kriegt. Und von der Preis-Leistung dann völlig im Rahmen. Aber muss natürlich am Ende schmecken. Kostet aber sonst mehr. Also sonst kostet, glaube ich, 3 Euro oder 2,99 Euro. Bin mir sicher. Ich habe nur das Aktionsschild gesehen. Lag aber auch nicht in der Aktionstruhe. Liegt in der normalen Eistruhe drin. Ja, und wir gucken jetzt mal auf die Zutaten-Nährwerte, was ist denn da genau drin? Ihr bekommt ja also ein 19%iges Waffelhörnchen gefüllt mit 72%iger Schokoladeneis, dekoriert mit vollem Schokoladentröpfchen. Zutaten ist entrahmte Milch, Weizenmehl, Zucker, Kokosöl, Dextrose, fettarmes Kakaopulver. Dann kommen natürlich die ganzen Sirupdinger, Speisefettsäuren, Vollmilchpulver, Kakaopulver, Kakaomasse, Stabilisatoren, Molkerzeugnis. Das war's. Also sehr, sehr kurze Zutatenliste, das muss man sagen. Also für ein Industrieeis. Daran ist das jetzt nur angelehnt. Natürlich dieser Invertzucker, also dass so viel Zucker natürlich enthalten ist. Wenn wir auf die Nährwerte gucken, 281 Kalorien, 25 Gramm Zucker dann. Ja, dann nimmst du halt auch ordentlich was zu dir. Also das Eis hat schon seine Daten, die jetzt nicht klein zu reden sind. Hat sogar 4,5 Gramm Eiweiß. Wenn ihr also High Protein sein wollt, esst einfach 4 Stück davon, dann habt ihr ein High-Protein-Eis, nur ihr habt dann auch fast 500 Gramm Eis gegessen. Nein, macht das bitte nicht. Also, jetzt gucken wir uns die Vanille-Version nochmal schnell an. Das ist auch wieder das Gleiche, an sich 1:1 gleich, entrahmte Milch, Weizenmehl, Kokosöl, Dextrose, fettarmes Kakaopulver im Vanille-Eis. Ah, das wird dann, denke ich mal, da für diese Stückchen, für die Schokotröpfchen benutzt werden. Emulgatoren, Speisesalz, Lettine, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Stabilisatoren, Johannisbeerkraut, Gurkane, Vanilleextrakt, Speisesalz, 282 Kalorien, hat dann 26,6 Gramm Zucker, ja, der Rest ist ähnlich. Also klingt im ersten Moment jetzt gar nicht so schlecht von den Zutaten für ein Industrieeis. Das ist sogar Wayne Forest Alliance Schokolade, die eingesetzt wurde, also die so ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit setzt, als jetzt so die klassischen Produkte. Klingt aber von den Zutaten halt nicht nach einem Softeis, muss ich sagen. Also irgendwas fehlt da noch. Und hier steht nochmal vorne mit drauf, hergestellt in Belgien mit entrahmter Milch und Weizenmehl aus der EU und fettarmes Kakaopulver als nicht der EU. Ist zu erwarten, Kakaopulver kriegst du nicht in Europa ganz gut. Aber ja, schauen wir mal. Ich packe die jetzt aus, schneide die für euch auch mittendrin einmal durch, dann, dass wir die im Anschnitt sehen können und dann wird probiert. Und hier sind sie jetzt beide. Ja, das sind die beiden Eiswaffeln. Man sieht also, es ist auch eine gute Hand. Also es ist wirklich eine schöne große Eiswaffel. Ich finde die Waffel auch sehr schön, muss ich sagen. Die fühlt sich wirklich an wie diese selbstgemachten, die es auf den Eisdielen auch gibt, wo sich wirklich Leute Mühe geben und nicht dieses typische Industriewaffeleis. Ja, und obendrauf seht ihr halt dieses Eis, was so ein bisschen drapiert ist wie so ein Softeis. Und darauf halt ein paar Schokosplits oder Tröpfchen, wie man es nennen möchte. Das sind sie auf jeden Fall. Ich werde sie jetzt einmal für euch in der Mitte durchschneiden, damit wir wissen, wie es von innen aussieht. Und dann werden wir sie probieren. Und ja, hier sind sie jetzt beide einmal aufgeschnitten. Man kann also nicht sehen, es ist wirklich das Eis nach unten aufgefüllt. Aber, ja, so sieht es dann aus. Ob das jetzt wirklich soft ist, fühlt sich eigentlich an wie Schokoeis. Also ich merke jetzt da keinen Unterschied, weil ein normales Softeis hat auch so eine leicht andere Konsistenz. Bei Vanille ist es jetzt nicht anders, sieht genauso aus. Also
Man sieht aber hier auch immer die Schokoladenwaffel. Man sieht aber hier diese schöne Waffel, ne? Die wirklich so drum gewickelt ist. Das ist nicht so eine fertige Waffel. Die ist wirklich einmal drauf gedreht. Also Waffel könnte geil sein. Ich hoffe, das Innere auch. Wir probieren es jetzt aus, bevor es schmilzt. Und jetzt wird probiert. Und ich beeile mich jetzt, bevor es natürlich hier wegschmilzt. Muss ja gerade mal mein Foto-Handy noch ausmachen. Ich habe ja noch ein Foto gemacht für Instagram. Ich beiße jetzt hier mal ab. Das ist also die Soft-Eis-Version, die halbe. Ja. Das ist halt cremiges Schokoeis in der Waffel. Also es ist cremiger insgesamt. Das ist, denke ich mal, was ich mit Soft meine. Das ist aber kein Soft-Eis. Ein Soft-Eis schmeckt nochmal anders. Das schmeckt wie die bekannten Supermarkt-Schokoladeneisprodukte einfach noch cremiger. Also cremiges Eis in der Waffel, könnte man es jetzt eher sagen. Aber Soft-Eis, damit verbindet man einfach was anderes. Die Waffel ist aber wirklich gut, muss man sagen. Also, es schmeckt, weil ich gerade wieder Belgien lese, ja, das fällt mir wieder ein. Das schmeckt wie so eine belgische Eiswaffel. Weil ich überlege gerade, woher kenne ich denn diesen Waffelgeschmack? Wir waren ja vor 2 Jahren in Belgien und haben halt diese Waffeln da auch, dieses Eis bekommen. Und da haben die halt das auch frisch gemacht mit so einem Waffelding. Da haben die wirklich diese Eiswaffel frisch gemacht vor deinem Eis. Das war schon geil, wenn du so eine frische Eiswaffel kriegst. Und das schmeckt sehr ähnlich. Das hat diesen schönen Geschmack einfach von so einer frischen Waffel. Ich probiere jetzt nochmal schnell die Vanilleversion und sage euch dann bei beiden einmal kurz, wie es geschmeckt hat, bevor mir die hier wegschmilzt. Ja, das Besondere hier dran ist, an diesem Vanillemilchgeschmack, das geht sehr in diese Softeis-Richtung. Vom Grundgeschmack, weil das ist jetzt nicht dieses typische Vanilleeis, sondern es ist so ein sahniges mit leichter Vanillenote und dazu diese Cremigkeit. Das ist, wie gesagt, nicht das gleiche. Das Vanille geht aber viel mehr in die Richtung, wo es, was es sein soll. Es ist aber für mich wirklich cremiges Eis im Soft-Eis-Style und ein bisschen darauf angelehnt, was beim Schoko aber nicht so stark rüberkommt wie bei der Vanilleversion. Also die Vanilleversion würde ich mir, glaube ich, sogar nochmal wiederholen. Ja, die Kombination mit der Waffel und diesen milchsahnigen Vanillegeschmack, der ist nicht schlecht. Es ist nur kein Soft-Eis. Das ist ein schönes Waffeleis. Punktemäßig. Kakao ist für mich ein bisschen schlechter, finde ich. Schmeckt aber, wie gesagt, wie ein Waffeleis, wie die typischen Kakaoeis, die Dinger, die bekommt. Das bekommt punktemäßig nur so zwei, können wir ruhig 3 geben, 3 von 5. Das ist eigentlich noch okay. Es schmeckt ja nicht schlecht. Es ist nur nicht das, was man erwartet. Das ist dafür eigentlich angemessen. Aber die Waffel ist echt gut. Und die Vanilleversion, die bekommt von mir so als Eis, weil es halt kein Soft-Eis ist und nur angelehnt, gebe ich nur 4 von 5 Punkte. Für das Eis aber vom Grundgeschmack so, wie es ist, würde ich es höher bewerten. Eigentlich. Also würde ich sogar in die 4,5 gehen. Aber weil es kein Soft-Eis ist, so wird sich halt nur eine 4 geben. Kann man aber beide wirklich mitnehmen. Also das Soft-Eis-Cone-Vanille kaufe ich mir nochmal. Das finde ich lecker. Das ist mal frisch und anderes als sonst das Eis, was man sonst im Gefrierer oder so hat. Kann man machen. Hätte ich nicht gedacht. Schade nur, dass es kein Soft-Eis ist. Man braucht an sich mal eine Soft-Eis-Maschine für zu Hause. Das wäre geil. Das ist wie wenn man mal bei solchen Buffet-Dingern oder so war, da stand eine Softeismaschine und man dann nicht mehr diese Dinger benutzt hat und festgestellt hat, da passen auch die kleinen Teller drunter, die tiefen, also die kleinen Suppenschalen und so, die passen da auch drunter. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr mal da seid, müsst ihr mal gucken, ob die in diese Halterung passen, wenn ihr so eine Softeismaschine habt, dann könnt ihr euch nämlich so einen ganzen kleinen tiefen Teller mit Softeis füllen und nicht nur dieses kleine Pinnchen.
Ach ja, ich liebe Essen. Und bei Softeis, man muss gucken, wie man mehr davon essen kann, als nur dieses kleine bisschen. Also, kann man beide machen. Ich bin gespannt, ob ihr sie schon probiert habt oder probieren würdet. Und wie sie euch, wenn geschmeckt haben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin, ciao, euer Bob.